Wirtschaft Burgenland GmbH, WIBUG, trägt mit zahlreichen Förder- und Beratungsleistungen zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe tritt die WIBUG jetzt auch regional in Erscheinung. In Wiesen, im Bezirk Mattersburg, wurde jetzt eine Veranstaltung mit regionalen Gewerbetreibenden abgehalten. Mit dabei waren Magister Günther Berner, Geschäftsführer der WIBUG, Landesrat Magister Alexander Petschnig und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Vorgestellt wurden verschiedene Fördermöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten und Förderrichtlinien. Für die Gewerbetreibenden gab es auch die Möglichkeit einer individuellen Förderberatung. Mit einem kleinen Imbiss und Smalltalk ging dann die Veranstaltung zu Ende. Ja, wir befinden uns jetzt in Wiesen im Hotel Restaurant Bärenhof und haben hier heute unsere Präsentation, wo die Experten von der Wirtschaft Burgenland, von der WIBUG, früher auch natürlich WIBAG genannt, die Förderprogramme aus erster Hand und vor Ort und bei den Leuten heraus präsentieren. Das heißt, wie können wir Unternehmer fördern, wie können wir Projekte begleiten, wie können wir Finanzierungsleistungen von Landesseite erbringen. Banken sind heutzutage ja mitunter schwierigere Geschäftspartner und das ist natürlich ein Punkt, wo das Land einspringen möchte und einspringen will. Dazu müssen wir aber natürlich wissen, wo drückt der Schuh, welche Anregungen, Wünsche, Beschwerden gibt es, und das ist unser Ziel, das herauszufinden. Heute der vierte Tag, das vierte Bezirk, den wir auf diese Art und Weise bearbeiten, Mattersburg hier in Wiesen, und ich wünsche allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die trotz dieser vorweihnachtlichen und mittäglichen Zeit die Zeit gefunden haben, uns hier zu besuchen, alles Gute und hoffe auf viele gute Projekte, die heute schon umgesetzt werden können. Grüß Gott, freut mich ganz besonders, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ja das erste Mal mit Landesrat Petschnig unterwegs in den Bezirken. Das heißt, ich bin deshalb im Bezirk Mattersburg unterwegs, ja, weil meine Heimatgemeinde Reutersburg ist. Es freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid, erschienen seid. Ja, mich selbst interessiert heute in Bezug auf Förderungen, interessieren die Möglichkeiten, die angeboten werden, und ich möchte nur einfach sagen, grüß Gott, danke, dass ihr gekommen seid, und möchte das Wort natürlich weitergeben. Dankeschön. Sie haben heute in Wiesn Vortrag gehalten über die Förderungen für die Unternehmer, aber können Sie uns konkret sagen, für die kleinen Unternehmer, was da war das wichtig? Also an und für sich sind alle Förderungen, die wir bei uns anbieten, auch wirklich für die kleinen Unternehmer gedacht. Es ist die Investitionsförderung insbesondere für Jungunternehmer, für neue Startups, die ihre ersten Investitionen tätigen wollen, können hier relativ einfach mit unserer Unterstützung hier eine Förderung beantragen und dann auch abholen. Viele von den Personenunternehmern oder kleinen Unternehmern denken immer, das ist ein wahnsinniger bürokratischer Weg, brauche ich viel Zeit, kann ich nicht einfach Geschäft zusperren. Stimmt das? Man muss ganz klar sagen, wenn man eine Förderung haben möchte, muss man einen gewissen Aufwand in Kauf nehmen. Man muss ein Antragsformular ausfüllen, man muss gewisse Unterlagen aufbereiten, aber es ist meiner Meinung nach nicht so aufwendig, dass ein Unternehmer, auch ein Ein-Personen-Unternehmer, deshalb daran scheitern sollte und eine Förderung nicht in Anspruch nehmen sollte. Das heißt, einfach ein bisschen Zeit zu nehmen. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, ja, ja, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn man heute ein Investitionsprojekt zum Beispiel umsetzen möchte, dann muss ich mich als Unternehmer auch mit manchen Dingen auseinandersetzen. Ich muss wissen, was möchte ich kaufen, wie teuer ist es, wie finanziere ich es. Und das sind einfach alles die Dinge, die wir benötigen. Das heißt, es ist nicht wirklich so viel mehr, das für uns gemacht werden muss. Kann ein Unternehmen, was ich weiß, teilweise zum Beispiel was kaufen, oder muss er alles auf einmal beantragen? Wir haben die Möglichkeit, einen zweijährigen Durchführungszeitraum anzubieten. Das heißt, ein Unternehmen kann in einem Zeitraum von 2 Jahren seine Investitionen umsetzen, kann aber auch schon zwischendurch eine Teilabrechnung machen. Das heißt, für jene Kosten, die er bereits umgesetzt hat, den Anteil der Förderung beantragen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder aber er kann laufend neue Anträge stellen. Also das heißt,
Ein Unternehmer muss nicht ein Programm für 2 Jahre investieren, sondern er kann heute kommen mit einem Antrag und irgendetwas kaufen wollen und kommt dann in 2 Monaten wieder mit einem neuen Antrag. Auch das geht. Das heißt, soll man Unternehmer Angst wegnehmen, geht alles Mögliche. So ist es. Darum laden wir ja alle unsere Unternehmer wirklich herzlich ein, zu uns zu kommen, mit uns das durchzubesprechen. Es mag im ersten Moment, wenn man einen Antrag sieht oder auf unserer Homepage sieht, was braucht man da alles für Unterlagen, das vielleicht abschreckend sein oder zur Sorge beitragen. Aber deshalb sind wir da, um diese Sorgen zu nehmen, um das mit den Unternehmern und Unternehmerinnen durchzusprechen und ihnen zu helfen, relativ rasch zu einem vollständigen Förderantrag und in weiterer Folge zu einer Förderung zu gelangen. Sie haben gerade bei dem Vortrag über Finanzierung von den Unternehmern vorgetragen. Was mich aber interessiert für die Apesson-Unternehmer oder kleine Unternehmer, welche Finanzierungen waren da geeignet? Die Instrumente sind dieselben. Bei den Kleinen ist es halt, die Investition wird meistens noch gehen, brauchen sie weniger Unterstützung. Die haben immer Schwierigkeiten mit der Finanzierung eines Warenlagers. Die Lieferanten machen bei einem neuen, jungen Zahlungsziel, wollen Garantien haben. Die Banken sind nicht bereit, die herzugeben. Ein Jungunternehmer hat das negativste Rating überhaupt, obwohl er gar nichts dafür kann. Im klassischen Bereich ist es so, wenn keine Eltern oder Verwandte da sind, die Bürgschaften übernehmen, können die Jungunternehmer haben keine Chance, das Projekt zu realisieren. Da sind dann wir gefragt. Wir mischen dann Betriebsmittel, vielleicht eine kleine Investition, mit der Förderung zur Zuschüsse, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn er jetzt, ein kleiner Unternehmer, braucht was, weiß aber nicht, wie soll er das durchführen, kann er sich direkt an Sie wenden oder haben Sie da Mitarbeiter, welche das gut beraten? Ja, wir sind da zahlenmäßig, zwar nicht jetzt massig die Abteilung, da sind wir zu zweit eigentlich, die das machen. Er kommt mit seinem Anliegen, das Investitionsvolumen, vielleicht hat mit der Bank schon gesprochen, dort ein Feedback bekommen, meistens halt ein negatives, sonst würde er nicht kommen. Dann reden wir mit der Bank, wir kennen die Banken, auch die zuständigen Herren in der Bank. Was können Sie sich vorstellen, wie könnte das gehen? Wenn es nicht ganz klar ist, reden wir mit dem Steuerberater, dem Businessplan, vielleicht ist das Projekt doch nicht so einfach, dann bewahren wir ihn vielleicht von irgendwelchen Dummheiten, krempeln es ein bisschen um. Und wenn es dann realisierbar ist, macht man sich mit der Bank aus, wer nimmt welches Risiko und der junge Unternehmer darf starten. Sie haben erwähnt Businessplan. Hilft der WIBUG auch bei Erstellung von dem Businessplan? Bedingt. Es gibt die Zunft der Unternehmensberater. Wir verfügen über die Gewerbeberechtigung des Unternehmensberaters, kommen der Zunft grundsätzlich nicht ins Gehege, schauen sich sehr wohl die Dinge dann an. Wir haben zu zweit auch nicht die Möglichkeit, jetzt Businesspläne permanent aufzustellen, aber die Steuerberater haben es alle und Businessplan ist bei so kleinen Unternehmen ein bisschen übertrieben. Also man muss sich überlegen, was kostet es, wie kriege ich es wieder rein, Kalkulationen ein bisschen aufstellen, den Markt anschauen, wer sind meine Kunden, anregen zum Nachdenken genügt meistens schon von unserer Seite. Sie waren heute bei dem WIBUG-Vortrag über Förderung. Wie war für Sie? Er war sehr informativ und man wird einiges mitnehmen können, was man vielleicht zur Umsetzung bringt. Ja, also einige Dinge sind sehr interessant gewesen. Was mich persönlich ein bisschen irritiert hat, ist, dass man die Förderanträge im Vorhinein stellen muss und nicht im Nachhinein oder wann auch immer. Denn es ändert ja nichts im Prinzip, ob die Förderung im Vorhinein oder im Nachhinein ist. Die Investition ist da und die muss bezahlt werden. Sehr informativ, muss ich sagen. Aber natürlich nicht für jeden annehmbar, sage ich einmal, weil es doch Komplikationen gibt, meiner Meinung nach. Für die Jungen ist es sehr informativ und interessant, hauptsächlich für die Jungen, denke ich mal. Für die Eltern, weiß ich nicht. In meinem Alter, denke ich mal, nicht mehr.